Bei einem Locherl-Fußballturnier vor den Türmen der Kläranlage standen sich zahlreiche Mannschaften des Magistrats Klagenfurt gegenüber, um einen Meister zu küren. Das Event stand ganz im Zeichen des Benefits, das heißt, der Reinerlös kam einem guten Zweck zugute. Bei strahlend blauem Himmel fand am Gelände der Kläranlage die erste Fußballmeisterschaft des Magistrats Klagenfurt statt. Mit dabei waren nicht weniger als 31 Teams von den verschiedenen Abteilungen. Es gibt wohl kaum einen Klagenfurter, der unseren Lindwurm und dessen Geschichte nicht kennt, oder? Jedenfalls neu ist, dass unser Würmchen Verstärkung bekommt. Zwar nicht am neuen Platz, aber in der Kläranlage in Klagenfurt. Dort wurde nämlich der sogenannte Klärwurm geboren. Und was es mit dem auf sich hat, das erfahren Sie jetzt. Die Peitschenschwinger aus Salzburg halfen mit, die Wartezeit zu verkürzen. Und sogar der Künstler Franz Schuh ließ es sich nicht nehmen, selbst zur Peitsche zu greifen. Der Klärwurm ist ein Nachkomme des Lindwurms, also ein Spätling sozusagen. Ja? Und das wird heute da in der Kläranlage, das ist ein großartiger Eventplatz, muss ich sagen, bietet sich geradezu an, das heute zu feiern. Mich freut, dass so viele Menschen gekommen sind zu diesem Großereignis. Doch es war immer noch nicht so weit. Der Klärwurm stand zwar schon in den Presswehen und es wurde sogar schon ein bisschen kühl und dunkel, aber schließlich ist so eine Klärwurmgeburt ja auch keine Kleinigkeit. Diese Wartezeit verkürzte aber ein halber schräger Vogel. Ja, schauen Sie, Glaube, Klärwurm ist wichtig, Kunst ist wichtig, auch im Fußball. Muss immer Kunst haben, muss gut spielen. Dieser Klärwurm, er ist kastriert, geimpft. Und entwurmt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn Sie diesen Klärwurm häuslich aufnehmen möchten, dann rufen Sie mich bitte an. Dankeschön. Aber dann, nach langen, bangen Warten, war es endlich soweit. Bestückt mit Regenmäntelchen eines TV-Senders kamen Herrscharen in die Nähe des Wurms. Er spuckte Feuer, Wasser und Nebel. Und das war die Geburt des Klärwurms.